irgendwo. Heilige Scheiße. Okay, der kriegt das also mit, wenn ich den Typen ausschalte. Ich muss vielleicht ein bisschen warten, bis er weg ist. Mit der App Auto auf Abruf ist ihr Smartphone. Ach ja, stimmt. Ja, das ist normal. Na dann. Und Iricks Anteil? Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich? Nein, und anscheinend vertraut der Körper Iricks nicht mehr. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann, Iricks bringt mich um! Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst, wie ein guter Junge, tu ich. Ich melde mich. Nein, und anscheinend vertraut der Körper. Und damit haben wir Bedbug. Ist das ja Wasser? Ist jetzt einfach durchs Wasser gelaufen? Na dann. Ich glaube, du bist unfair. Wisst ihr was, Leute? Wir probieren jetzt mal was aus. Ich bin eigentlich immer ein Freund von sowas und dann probieren wir das jetzt aus. Willst du das nochmal überdenken? Sein. Was für eine Auktion. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Na, probiert's doch. Ich komme hier gar nicht raus, gell? An alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich, Verdächtiger lokalisiert und markiert. Ja, wollen wir mal schauen, wie weit man seinen Ruf hier bringen kann. Ja, die Helikopter werden es wahrscheinlich ziemlich schnell beenden. So. Oh.
Okay. Nee, ich wollte aber mal gerade ausprobieren. Wir haben ja immer dieses... Ja, okay, ja, es ist laut. Wir haben ja immer dieses Anarchist und da wollte ich mal kurz ausprobieren, was danach kommt. Also danach kommt Hooligan, aber was, ob es danach mal was gibt, weiß ich nicht. Okay, gut. Bedbug wird sicher gleich nochmal anrufen. Der. So, jetzt ruft er an. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es eins noch, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine andere. Wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Yeah. So, da kriegen wir nächsten Anruf. Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Bedbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bedbug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du hier einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schicke dir den Standort des Koffers. Yeah! Und da sind wir. Und der Standort des Koffers, der ist, in unserer Nähe, meine Freunde. Da unten. Stopp! Was macht der Koffer da unten? Das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Was, hier soll der Kopf... Nee, ich glaube, ich war ein bisschen zu früh dran. Ja, ich war ein bisschen zu früh dran. Ich dachte, er ist vielleicht hier unten irgendwie, dass hier ein Treffen ist oder so. Der scheint auf der Brücke da drüben zu sein, der Koffer. Oder unter der Brücke. Im Auto sah das wahrscheinlich einfach nur alles kleiner aus. Aber ich will da trotzdem cool auftauchen. Ich liebe es, Autos zu schrotten. Yeah! Okay, das war doch nicht so cool. Sag mal, hast du ein Problem? Was? So. Mein erster Gedanke war, den Typen abzuknallen. Aber es geht noch besser. Er hält sich für sonst was. Also hole ich ihn von seinem hohen Ross und demütige ihn vor seinen Leuten. Ich zeige ihnen, dass ich mir jeden holen kann. Das klingt doch mal nach Plan. Sowas mag ich. Und den großen Fernseher hätte ich auch gerne im Zimmer stehen. Nicht hier rein? Ah. Oh, das war mehr als es aussah. Ich visiere ihn an. Wir brauchen Hilfe. Denkst du nicht? Hä? Okay, das gibt's.
So. Mann, ist der Typ dämlich. Hier drüben ist noch einer. Ich aufgeben? Ich bin in intellektueller Überzahl. Oh, von hinten, was auch sonst. Okay, 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 ich werde nicht reinrennen. Ich dachte, es ist wirklich nur einer. Ja, nur einer auf der Karte zu sehen war. Okay, 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 nochmal das Ganze. Nee, ich muss, wo muss ich rein? Hast du ein Problem? Ja. Nicht cool. Alle Einheiten aufgebracht. Nein. Bald töte ich dich, mein Freund. Leitstelle, wir haben Treffer beim CDOS-Scan. Flüchtiger gefunden. Ich krieg ihn von hier. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Jetzt bin ich ja gespannt. Alter, das ist ja geil. Das kann doch nicht sein! Hast du einen übelst genialen Plan, weißt du? Die Leute hauen sich gegenseitig und da kommt einer von hinten und killt dich. Natürlich. Jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Jetzt, den Typen da hinten muss ich also niederschlagen. Oh, es ist einfach, ja. Ich möchte. Okay, alles klar. Also, den Typen niederschlagen, den Rest darf ich erschießen, nicht sehen lassen. Jetzt haben wir es langsam. Wir brauchen mehr Jungs. Mit dem Club an. Geht klar. Kommen noch ein paar Leute. Du hast keine verfickte Chance.
Komm schon. Oh, es kann nicht sein. Was? Ich habe ihn umgebracht, während er... Ja, komm, ist klar. So, haben wir es jetzt bald. Können wir es jetzt mal abschließen hier. Es ist langsam... So. Der Penner muss ein für alle Mal erledigt werden. Los, Leute! Rein da und findet ihn! So. Soll ich den nicht niederschlagen oder Waffe freigeschalten? Mit so einem Tracker erwartet niemand, dass ich von irgendeiner Organisation komme, deswegen... Und da haben wir jetzt... Ist geschafft. Dead Sake. Oh, guck mal da unten. Muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Der Boss besteht darauf, dass ich dir erkläre, wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldbarren. I ain't crazy. No, let me tell you.